Alle Wege, die führen sprichwörtlich nach Rom, so auch am heutigen Abend, denn in der ewigen Stadt, da findet das Eröffnungsspiel der 17. Fußball-Europameisterschaft zwischen Italien und der Türkei statt. Ein Spiel, das natürlich sehr viel Brisanz in sich hat. Auf der einen Seite haben wir die jüngste Mannschaft des Turniers, nämlich die Türkei, Durchschnittsalter 25 Jahre, mit dem ältesten Trainer Senol Güneş, 69 Jahre jung. Er möchte mit seiner Elf auf jeden Fall überraschen. Auf der anderen Seite haben wir einen der Geheimfavoriten, die Squadra Azzurra Italien, unter deren Feldherr Roberto Mancini. Die möchten nicht nach Rom, sondern möchten schlussendlich nach Wembley, um dort auch zu gewinnen. Gegen 23 Uhr werden wir dann Veni Vidi Vici hören, nicht am Rubicon, sondern am Tiber, nämlich in Rom. Wer diese Worte sprechen wird, ob es Güneş ist oder Mancini, das werden wir sehen. Neben den sportlichen Aspekten gibt es natürlich auch ein breites Showprogramm im Vorfeld. Da werden unter anderem auch Andrea Botticelli erwartet. Dann werden wir Francesco Totti sehen, den einzigen wirklichen Kaiser Roms, die AS Roma-Legende, die wird ebenso auftreten, und wir werden unter anderem auch den UEFA-Song hören. Er ist jedenfalls das Objekt der Begierde, der Europa-Cup-Pokal, die Stade Coupe Henri Delaunay, um den es geht, und wir werden dann spätestens in einem Monat wissen, am 11. Juli, wer tatsächlich in Wembley im Finale steht. Vielleicht sehen wir eine der beiden Mannschaften dann auch in einem Monat wieder.